Danke, Herr Landeshauptmann, für die ausführliche Antwort. Klar, Zuständigkeit liegt beim Staat, aber es ist unser Land und Sie sind der Chef und Ihre Bevölkerung hat Angst. Folgedessen, ich bin vielleicht naiv, wenn Sie dem Sicherheitsdienst Druck machen, denn wenn man sich ein bisschen durch das Bundeskriminalamt auf dieser Homepage durchliest, was hilft? Hoher Ermittlungsdruck, den müssen Sie auch machen. Plus Präsenz. Und ich gehe davon aus, dass wenn Sie dem Rivola sagen, Sie hätten einen Vorschlag, dass er Ihnen sicher schneller zuhört als mir. Ob er es dann umsetzt, weiß ich nicht. Aber es war in der Pandemie möglich, dass das Militär den Weg in die Seitentäler gefunden hat. Ich frage mich, wenn man weiß, wo die Einbrüche stattfinden, warum wäre es nicht möglich, dass wir die ganzen Spezialkräfte, die wir in Leifers haben, die nicht das ganze Jahr im Irak oder sonst irgendwo im Einsatz sind, sondern nur darauf warten, dass sie vielleicht einmal starten können. Wenn wir ein Protokoll machen mit denen, mit der Staatspolizei, mit der Finanz und meinetwegen auch mit dem Militär, flächendeckend Präsenz zeigen, einen Zeitraum, ich bin schon der Meinung, dass das beeindruckt. Und ich denke, dass man diese Vorschläge auch unterbreiten kann. Wir haben über 90 Karabinierebeamten auf den Skipisten. Wir wissen, dass wir in manchen Gemeinden Stationen haben, wo oft tagelang das Auto gefehlt hat. Leider Gottes. Große Gemeinden, wo nur ein Auto zur Verfügung ist. Die müssen Einbrüche aufklären plus das Alltagsgeschäft absolvieren, sind teilweise unterbesetzt. Wäre es möglich, dass man hier vielleicht ab und zu jemanden herholen könnte, der diese vor Ort unterstützt, mit dem eigenen Personal, das wir ja im Land eigentlich schon haben, wäre auch ein Vorschlag, den man machen könnte. Ich denke, dass wir hier mehr tun könnten. Rivola ist seit einem Jahr und 4 Monaten hier und wir wissen beide nicht, ob er dieses Jahr überhaupt beendet hier. Sie sind aber jetzt Landeshauptmann und in der nächsten Legislatur auch. Ich denke mir, gehe ich davon aus. Ich denke mir, dass hier, wenn Sie dieser Thematik ähnliche Wichtigkeit schenken würden wie anderen Bereichen, die Sie konsequent verfolgen, dann würde das etwas beitragen. Ich glaube schon. Und ich glaube, dass Sie wahnsinnig viel an diesem Tisch auch bewegen könnten. Aber Druck muss man denen machen. Und dann bitte sagen Sie ihm noch etwas. Es ist alles schön und gut, die Präsenz steigern. Nur was machen die? Die ziehen hier in der Landeshauptstadt von den umliegenden Gemeinden die Karabiniere ab. Die müssen in der Landeshauptstadt Präsenz zeigen, müssen hier zirkulieren. Wenn dann in Terlan oder in Eppan etwas passiert, dann dauert es über eine Stunde, bis die vor Ort sind, weil sie vom Bozen starten müssen. Das sind Dinge, die man in Südtirol besser organisieren kann. Und da interessiert es mich nicht, ob der Staat zuständig ist. Das ist unser Land, da geht es um unsere Leute. Und wenn wir ihnen behilflich sein könnten bei einer besseren Organisation, dann sollten wir das tun. Das ist keine Kritik. Aber man sollte ihnen vielleicht beim Denken helfen.